Ja, willkommen zur 24. Folge der Let's Play-Serie. Wir sind gerade dabei, hier auf unserem Dach ein wenig unsere Fernkampf, naja, nochmal so die Position, die wir dort normalerweise beim Angriff halt einnehmen, zu reparieren. Die ist ein wenig kaputt gegangen, weil wir hier unten Dinge neu gemacht haben. Ist das Ding hier wieder? Was ist hier passiert? Das ist wahrscheinlich wieder abgerutscht. Das war ja eigentlich schon mal gesetzt, aber das ist dann manchmal so, wenn es nicht funktioniert, dann machen sie das nicht mehr. Ja, wir haben ja, glaube ich, noch das eine oder andere Ding zu verbessern, glaube ich, im Spiel. Aber es ist nicht schlimm. Wir waren ansonsten hier dabei, auch den Weg nach unten etwas zu verbreitern. Mal hier. Haben wir zunächst bei diesem Teil. Und abgesehen davon, wir haben es 21 Uhr, wir kriegen in knapp 4 Stunden, das dürfte also etwa kurz nach Mitternacht, so zwischen 1 und 2 sein, ein Angriff. Es werden allerdings nur Nahkämpfer sein und insofern sollten wir da eigentlich überhaupt kein Problem mit haben. Denke ich mal so, hier haben wir die Forschungssachen, was würde ich da dann hier? Holzverteidigung, naja, so nach und nach könnten wir das irgendwo auch angehen. Was brauchen wir für das Krankenbett? 45, vielleicht mache ich das doch mal noch, dann haben wir das weg. Ja, haben wir es jetzt freigeschaltet. Alles klar. Dann ist die Sache an der Stelle mal durch. Okay, so, unsere Graber, Buddler, Graber, Gräber, ich finde die Gräber zu nennen, das ist irgendwie, naja, aber egal, so, Mensch, Zinnrik, der rennt wieder rum, der hat hier ein Feld gemacht, denn hier macht doch mal das Ding hier, naja, gut, am Ende ist es auch wurscht. Aber dieses ganze Hin und Her hier, gut, wir haben alle inzwischen ihre eigenen Zimmer, das ist auch ganz ordentlich, weil das ist überall gut. Von der Wertigkeit her. Zinnrik, jetzt lasse ich dich hier, wenn du das da fertig gemacht hast, aber doch den einen, weil jetzt musst du dich gleich hinlegen und das sei denn dir auch gestattet, weil wir kriegen ja gleich den Angriff. Und dann, wenn die Leute sich dann angekündigt haben, dann werde ich meine Leute auch gleich hier, also wenn die Gegner sich angekündigt haben, dann werde ich die sofort auch aus den Betten holen. Mal gucken, von wo sie kommen. Vielleicht kriegen wir noch ein wenig mehr Zeit, aber jetzt, ja, sollte nie vergessen, das wird eben Nahkämpferangriff und naja, wollen wir mal sehen. Wie zuletzt schon erwähnt, erwarte ich denn da eher ein Massaker unter den Gegnern. Aber schauen wir mal, wie das laufen wird. Gerold ist immer noch am Genesen. Dann kann man denn doch mal hier noch manuell etwas beschleunigen. Unmittelbar bevorstehend. Nachkommen der Pest im Anmarsch, da als Kannibalen, oder? Ja, ich glaube schon. So, da sind sie schon. Gewalttätige Erpresser, Nachkommen der Pest. Bewaffnet, ungeschlachtet, erbarmungslos schrien die Umkreisnormen schrecklichst unüberwacht. Ihr Überfall würde schnell und brutal sein, es sei denn, du würdest ihn geholt. Nein, du wirst geholt nicht. Kannst du vergessen, passiert nicht. So, was haben wir jetzt hier? Das sind 6, 9, 23 Angreifer. Naja, hatten wir auch schon mal. Ja, so, die kommen hier von links. Müssen wir mal wieder aufpassen, weil wenn ich mir das hier so angucke, das sieht nach Belagerung aus. Ja. Ramburg, genau, das meinte ich das. Also, die müssen wir definitiv im Auge behalten. Also, naja, sagen wir mal so, mit Priorität abschießen, weil das wird sonst ungesund. Die rammen uns unsere schön verstärkten Türen denn doch kaputt. Also, wo sind sie denn? Die sind von hier oben her. Jetzt kurz mal Stopp hier. Wo ist denn jetzt hier unser Häuschen? Habe ich mich gerade hier irgendwie. Ach so, die von da. So, na dann. Ja, ihr schlaft alle. Tut mir leid. Ich jag euch jetzt trotzdem aus dem Bett. Nehmen wir mal an, die kommen von hier, die Leute. Die Angreifer. Also stellen wir uns ja an der Seite, an der Ecke auf. Und dann schauen wir mal, was so rauskommt. Wie viel sind wir inzwischen eigentlich hier? Ich mit
zählt hier das. Wir sind inzwischen 9. Na, okay. Und von den 9 sind immerhin auch 7. Schwere Armbrüste schon, das allein durfte schon einiges bringen. Los, gucke mal, wir hab's. Naja, gut, ich hab's halt nicht angehalten. Wollte gerade sagen, es sind immer noch Leute hier am Laufen. Die Gegner sind ganz schön schnell. Sollte sowieso kein Problem sein, aber wie gesagt, der wesentliche Punkt ist, ich muss halt die Rammleute, die muss ich rechtzeitig abschießen. So, stehen wir auch immer kurz, check. Alle markiert, ja, sind alle angekommen. Wunderbar. Ich meine, die trauen sich schon gar nicht mehr ranzulaufen. Kommt ruhig her, kommt her. Das ist, ja, das Problem ist halt auch hier, diese Schwernahme, das ist schon Wahnsinn. Und da sind die zwei hier. Kommen die überhaupt rangelaufen? Vielleicht sollte ich meine Leute einfach zurückziehen. Ja, das finde ich ja doch. Wobei, grundsätzlich finde ich es schlau, muss ich sagen. Warte mal, wir ziehen uns mal hier ein wenig zurück. Guck mal hier. Weil es ist ja doch ziemlich dusselig, wenn die hier alle angelaufen kommen. Guck mal her, Douglas. Emelina. Ziehen wir die mal hier ein wenig ran. Wenn sie denn erstmal hier vor unserer Tür stehen. Es ist jetzt zwar per se nicht schlimm, aber wenn die hier erst die ganze Zeit durch die Botanik rennen, was sollen, dann sollen wir ja fertig werden. Bis dahin sind die Leute und meine Leute eingeschlafen. So, gut, machen wir mal etwas beschleunigen. Jetzt kommen sie hier unten an. Ich lasse die durchaus noch ranlaufen. Ach, so nah ran kommen sie gar nicht. Aber das sagt der wesentlich wird halt sein, dass wir hier die Rammleute wegkriegen. Das ist wichtig. So, alle hier ran. Vor allem die, die trainieren müssen. Wo sind denn die Rammleute? Da ist einer. Oh. Na gut, dann holen wir die jetzt. Jetzt haben sie sich offensichtlich doch zum Angriff entschlossen. Habe ich jetzt den richtigen erwischt? Nee, da Mörderischer Schläger. Gut, der hat seine Ramme fallen lassen. Das sieht ordentlich aus. Sonst noch irgendwo jemand? Gerade Adalbert steht hier hinten, ist natürlich total doof. Der braucht ja Erfahrung. Naja, gut, also ich fürchte, es war klar, dass das ein Massaker wird hier. So, das ist schon passiert. 19 haben wir besiegt, 23 waren es ja, 4 rennen hier noch rum. Und da wird auch nicht mehr lange viel von übrig bleiben. So, das war's, das war's. Okay, so wollen wir mal gucken, was wir hier so für den Tag bekommen haben an Erfahrung. War jetzt nicht so doll. 17, na, ich denke, da werden wir hier nochmal ein Training machen. Ne, Gerold war ja der, der brauchte. Gut, also ihr könnt euch jetzt euren Arbeiten, ich meine, es ist 5 Uhr, ich glaube, hinlegen wird sich keiner mehr. Dann werden wir hier erstmal das Zeug wieder aktivieren. Und hier auch. So, und dann schauen wir mal, ob irgendwas in unsere Basis reingeraten ist. Nee, das sieht nicht so aus. Oh, Zündrick, Entschuldigung, dich habe ich hier mal rumstehen gehabt. So, dann. So, Gerold hat eh den Kurzbogen, dann Adalbert sich auch erstmal wieder einen Kurzbogen. Dann würde ich euch hier doch mal kurz, meine, wir haben 6 Uhr, die haben sich gut Erfahrung geholt. Ich denke mal, alle, die hier, gucke mal, selbst mit schwerer Armbrust, alle, die hier so zumindest ein wenig Passion haben in der Richtung, die sind sowieso am XP-Cap. Ja, war das doll mit der 20? Er natürlich nicht, weil ja, da wo, das ist zu wenig. Gucken wir mal bei Zinnrigner, noch, der hat es auch nicht ganz geschafft, aber bei denen ist auch nicht gar so wichtig. So, Adalbert Kurzbogen, ja, passt. Denn ran hier mit dir und Gerold. Tut mir leid, du musst deine Genesung unterbrechen. Wir brauchen noch mal ein wenig Training, danach kannst du dich gerne wieder hinlegen.
Na gut, Doyle zerlegt jetzt die Sachen hier wieder. Markus wird dann demnächst, müssen wir mal gucken, vielleicht auch noch ein wenig Holz zerlegen. Und ich würde sagen, Godric, wenn er mit Essen machen fertig ist, dürfte an der Stelle, kommt Gerold, dann dürfte da eigentlich auch noch ein wenig Schneiderei anstehen, sprich das Zerlegen der Rüstung, die wir hier bekommen haben. So ist er denn, da kommt der Gerold. Ja gut, er hat natürlich schon auch ein wenig gefeuert, aber es reicht denn doch nicht ohne die Leidenschaft dafür. Da funktioniert das denn nicht. So, ja, da könnte auch gerne wieder, gut, machen wir mal wieder Fullspeed hier, alles andere ist albern. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Jetzt ist Adalbert schon auf 11. Tja, auf die Art gehen wir den dann natürlich auch noch höher. Irgendwann wird er auch auf 15 vielleicht sein. Aber ob nur 20 oder 27 Erfahrungen, meine ich, glaube 1280 ist ja das, was irgendwie zu bringen ist. Also mit 27 XP brauchen wir da 50 Schüsse. Könnte das hinkommen? Naja, so ganz grob. Nicht ganz, aber fast. Und das ist halt doch schon eine Menge. Das zieht sich dann eben hin. Aber ja, gut, was. Ich halt nicht ich. So, aber andererseits, ich glaube, rein was die Erfahrung angeht, sollte es denn schon reichen, wenn wir morgen noch einmal Schießtraining machen, denn stopp, ihr seid schon da, wo ihr hin sollt. Passt, dann müsste ja schon auf 10 sein und dann ist es in Ordnung. Guck mal, so viele Grüne, die freuen sich alle hier, dass wir die Gegner besiegt haben. Gemeinsam sind wir stark siegreich, ja, die plus 8. Das sieht doch toll aus, ne? Eigene Quartiere und hier in gut und. So muss das sein. Haben wir, glaube ich, ganz ordentlich geplant. Okay, so denn, wie sieht es jetzt hier mit unseren Grabungen aus? Also hier haben wir noch in der Startecke einiges zu tun. Ist noch nicht ganz fertig. Aber hier sind wir jetzt fertig. Jo. Dann ist die Idee einmal hier in Ebene 2 und das werden wir dann hier auch komplett durchgraben. Lass mal hier runter, dorthin, hier, zumindest mal bis hier. Und dann, ja, hier außen. Ja, jetzt muss ich gerade mal schauen, ist, oh, ich glaube, nee, es war sogar falsch. Hier drunter ist dann der Teil, wo wir dahin wollen, ja. Okay, Moment. Die Schießscharten, klar, die werden wir auch unterbuddeln, das ist klar, aber es geht eher um hier. Die Gänge hier sind schon fertig, da fehlt nur noch die. Ja, alles klar. Gut, das ist dann Ebene 2. Wenn wir hier durch sind, dann können wir auch bis dahin schon laufen, das ist sehr schön. Das können sie da weiter graben und ja, können da gerne auch hier dann schon frei buddeln. Die restlichen Sachen sehen wir denn eins nach dem anderen. Und diesen hier auf der dritten Ebene, den Gang, den werden wir erstmal noch brauchen, bevor wir das hier alles ein wenig gerade gezogen haben. Das geht nicht ganz so schnell. Und den anderen auch. Wir sind ja noch nicht in 3. Wenn wir denn hier ganz runter kommen sind, können wir auch schon mal den nächsten, die Treppe, die wird weiter runter gehen. Dann gehen wir dann gleich auf 3. Wie sieht es hier aus? Macht einer von euch das automatisch, indem er hier dran ist? Ich glaube gerade nicht. Habe ich ihn da auch so viel Grün? Das ist ja unglaublich. So happy sind die Leute hier. Na, da haben wir doch ganze Arbeit hier geleistet. So muss das sein. Markus zerlegt da unten die Metallsachen, Godric die Stoffsachen und Doyle ist, glaube ich, hier noch, ja, sind natürlich einige erschöpft. Das ist so. Weiß nicht, wer jetzt Douglas auch, aber ich denke, das zieht sich dann mit der nächsten Nacht wieder gerade. Wir haben es ja schon 15 Uhr, das geht schon. Ich, wie letzte Folge schon erwähnt, ich habe jetzt einfach mal davon abgesehen, die Tagespläne hier komplett über den Haufen zu werfen.
Das wäre durchaus eine Option gewesen, damit wir dann hier ausgeruht in den Angriff gehen. Aber es war jetzt nicht nötig. So, jetzt war ich, Mensch, habt ihr das alles schon weggebracht? Naja, gut, die vielen Transporteure, vor allem unsere Ziegen, haben ganze Arbeit geleistet. Hier liegt noch eine Leiche rum. Ansonsten sehe ich gerade nichts. Ist das alles schon weg? Ist ja Wahnsinn. Ja, klar, aber die liegen alle hier. Die 23 Leichen. Stimmt das? Können wir mal kurz durchzählen? 9 und 4 ist 13, 14 und 8 ist 22. Ja, dazu kommt die eine noch 23. Passt. Die kleine Nebenrechnung hat auch funktioniert. Die gehen dann hier so nach und nach, werden dann Knochen und Asche. Und die Knochen, wenn sie denn hier zu Knochen geworden sind, die bringen wir hier rüber mit der Idee, damit hier nicht überall so ein kleines Häufchen Knochen ist. Durch das Rüberschaffen stapeln wir die Knochen da drüben, denn das sollte auch gehen. So, unsere Haustiere, ist die Sache da in Ordnung? Ne, die Haken sind alle, wo sie sein sollen. Da ist nichts von alleine weggegangen. Ordentlich. So, wer ist denn? Markus ist inzwischen auch am Graben. Dann würde ich ihn jetzt aber hier mal, mach mal die Dinger hier weg, dass wir hier vorwärts kommen. Da unten kümmern sich andere drum. Dann haben wir das hier auch. Nee, noch einmal, bitte. Und dann hier noch einmal. Ich weiß, wir sind erschöpft. Ich alles nicht so toll. Wir brauchen Schlaf. Wobei, guck mal, das geht hier sogar noch. Den bitte auch noch. So. Und dann können wir hier. Schön, das passt. Das ist die richtige Treppe. Rohstoffe ruiniert. Und das. Markus mit Bergbauskill 26. Naja, gut, also ist jetzt wirklich nicht schlimm. Es ist ja nur Erde, die wir deruiniert haben. Okay, gut, das ist dieser Teil. Dann würde ich sagen, haben wir hier natürlich auch noch frei zu graben. Dann müssen wir die Treppe auch noch weiter runterziehen. Okay, nicht schön. Und naja, am Ende haben wir dann auch noch die, aber erstmal die Ebene da drüber. So. Die Ziegen sind und Kühe und was wir haben, sind fleißig am Abtransport. Nach wie vor der Erde, die wir hier überall rausbuddeln. War schon verfügbar, schon wieder. Naja. Wir haben vor allem hier die Einserforschung im Moment. In der Schmiede ist auch nicht mehr so viel zu tun. Wie sieht es hier aus? 15, naja. Krankenbett haben wir auch. Naja. Machen wir den Gang hier fertig und die Sachen hier. Ich würde schon auch an den Schlafstätten weiterbauen wollen. Und ich glaube, die nächsten Gemächer, die wir bauen, das wird wohl auch eher in der dritten Ebene sein, weil man kann es ahnen, wenn hier alles freigegraben ist, dann geht der Gang ja in die mittlere, in die unterste Ebene, also in die dritte, in der Tiefe. Und dann ist es sinnvoll, da unten werden wir dann auch die Tempel hinsetzen. Die werden wir dann auch etwas größer machen. Wir haben den Platz da als hier dieses 3x10. Da machen wir dann 7x10 raus. So. Und jetzt müssen wir hier mal schauen. Da wären die Treppen. Vielleicht auch mal etwas Beleuchtung einbauen. Dann sieht das noch etwas hübscher aus. Jo. Ich denke, an der Stelle Holztreppe ist noch in Ordnung. Kann ich da, wobei die Fackel, das wird schwierig. Die muss ja dann irgendwo auch, wenn wir jetzt hier eine anbauen, da muss ja dann auch immer nachgefüllt. Naja, warte mal, komm mal, erzähl mal. Die müssen ja auch gewartet werden. Können wir hier eine Fackel bauen? So hier? Nee, das geht nicht. Hier könnte ich, aber die Treppe geht ja dann weiter runter. Das könnte schwierig werden von. Aber ich will das halt wegen der Beleuchtung. Es sieht ja alles so düster und dunkel aus. Den ganzen Oberbau, den werden wir natürlich mal abreißen. Warte mal, Markus, du bist gerade hier. Nimm mal den hier bitte noch weg. Dann können wir da auch noch eine Fackel hinsetzen. Und vielleicht können wir die von hier aus bedienen.
von der Treppe da drunter. Weiß nicht, ob es geht, werden wir sehen. So, das hat mal funktioniert. Sehr schön, denn gib mir da noch eine Wandfackel. Alles klar. Naja, jetzt wird das, glaube ich, auch so langsam klar. Hier haben wir eine Doppeltreppe bis in diese Ebene und hier werden wir dann auch eine Doppeltreppe kriegen, die dann von der hier dritten oder naja, sagen wir mal ersten Tiefebene dann bis in die dritte runtergeht. Soweit die Idee. So, und ja, naja, da müssen wir auch noch weiter ausgraben. Stehen da oben. Ja, mache ich denn das am besten? Da wollte ich schon noch so eine Wand und Fenster bauen, aber was ich denn dahinter zu stellen habe. Sind immer noch erschöpft hier, die Leute. Warte mal sehen, also das sind unsere Ausgänge. Da müssten die eigentlich davor mal das graben wollen. Ja, ich glaube, ich habe mich hier noch um einen vertan. Ja, alles klar, wir setzen die um. Also, mal hier. 1, 2, 3. Das kannst du wieder abreißen. Wir werden hier noch einmal weiter nach unten graben. Das sieht sonst nicht schön aus. Oder wir setzen auf die da drunter. Ja, hat eine neue Idee gehabt. Die Schießscharten da drunter haben, doch das müsste eigentlich ganz ordentlich sein, ja. Hätte mir das zwar schon mal überlegt, aber mit den ganzen Ebenen und den Vor- und Unterbauten ist denn doch gar nicht so trivial. Vor allem muss man aufpassen, dass wir das hier, dass wir überall denn auch immer noch ordentlich rankommen. Das ist keineswegs trivial. Und hier die Bauten, da die Mauern hinsetzen. Naja, wir werden sehen. Nur noch mal Ruhe überlegen. Aber lass uns erstmal weiter graben. Das ist in Ordnung. Jetzt sind wir hier in der Nacht. Wir haben immer noch hier einen Proviantbeutel, der hier gefüllt werden muss. Und danach ist Geralt am Genesen. Machen wir mal die Nacht wieder etwas beschleunigt. Ich muss mir hier nochmal die Karten legen, wie ich das da oben mache. Da bin ich im Moment noch nicht hundertprozentig sicher. Wahrscheinlich auch rausgehört. Daher mal sehen. Aber das wird schon klar gehen. So, was ist denn jetzt hier? Da ist die Fackel schon gebaut. Hier ist sie zumindest mal vom Material gesetzt. Immerhin. So. Gerade wieder durch. Die Frage ist auch, ob ich das hier mit Holz lassen will. Ich würde das an den Stellen denn doch fast hier mit Steinen ausbauen wollen. Das einfach besser aussieht hier. Ja, ich fürchte, das wird perspektivisch alles mit Kalkstein sein, ja. Wir haben noch nicht so viel Kalkstein. Apropos. Also erstmal haben wir hier unser Teil, dann würde ich bis folgen. So viel haben wir hier. Wir haben Kalksteinziegel 250. Sagen wir mal, wir gehen da auf 200 und wenn wir da drunter fallen, dann bauen wir neue. Bis dahin soll das hier genügen. Wir sind hier an der Schmiede. Da haben wir bisher ja noch keine Sachen zerlegt. War nicht notwendig, das haben wir hier an dem Rüstungstisch gemacht. Aber wir werden denn doch mal hier rangehen und Sachen zerlegen. Alle Waffen, ja, das ist in Ordnung. Die Rüstung außer
Kette und Eisenhut und Topfhelm, ja. Ist mehr oder weniger das gleiche, was wir an der anderen Stelle haben. Und Waffen bauen wollen wir nicht, aber wir wollen ja Mechanikteile bauen und wir wollen die bauen. Im Moment haben wir keine. Sagen wir mal, bis wir 50 haben. Das wird eine Menge Metall verballern. Ja. Moment. Aber natürlich wollen wir die Mechanikteile nur aus Eisenbahnen bauen. Das ist ja klar. So. Das Ganze verwirrt sich mit Holz. Das sollte man eigentlich gut dastehen. Kannst du auch gerne Holz als Brennstoff nutzen. So, dann haben wir hier die mechanischen Komponenten. Wunderbar. Das sieht auch ordentlich aus. Die hat man ja noch gar nicht konfiguriert hier, die Teile hier. Schlimm, schlimm, schlimm. Naja, gut. So. Denn, wie sieht es denn jetzt aus mit euch hier? Der Albert ist am Forschen. Sind auch noch einige am Schlafen. Markus und wegen Graben und Bauen gucke ich gerade hier, wer da momentan Dinge macht. Ich glaube schon, dass ich hier perspektivisch die umtauschen werde, die Treppen in Kalkstein. Weil es irgendwie noch ein bisschen besser aussieht. Isolierung ist hier kein Punkt. Das geht wirklich nur um die Optik und natürlich das Runterkommen. Also insofern ist es grundsätzlich schon wichtig, dass die Treppen vorhanden sind, aber Material ist an der Stelle nicht hundertprozentig wichtig. Aber wir müssen das erstmal ans Laufen kriegen und insofern ist es, glaube ich, dann schon in Ordnung, wenn wir da erstmal die Treppen nehmen. Wenn die hier gegraben haben, dann würde ich hier draußen, wir haben hier einige Stellen, wo wir Kalkstein haben, auch dann anfangen, Kalkstein abzubauen. Hier felsiger Boden, da wird auch ein wenig was gehen. Und hier. Und dann geht es natürlich vor allem um diese ganze Ecke. Da werden wir Eisen und Kalkstein rausholen können, aber die sollen erstmal da die Gänge graben. Also wir brauchen das Zeug hier natürlich auch. Keine Baustellen haben, dann haben wir genug Gräber. Na, pass mal auf, wir werden das mal wirklich so, wo hier felsiger Boden ist. Da werden wir nicht sehr tief buddeln. Das sieht nicht aus, als ob das hier besonders weit runter geht. Aber Steine kriegen wir da sicherlich auch aus. Und dann schütten wir das hinterher wieder zu. Kommt, das ist alles Erde, ja, alles klar, dann macht hier da den und hier haben wir definitiv denn mal quasi einen Steinbruch durchziehen, da werden wir auch denn eine Treppe runter machen und das ganze Zeug aber ja eins nach dem anderen. So, ihr könnt das hier gerne machen, das ist in Ordnung, das sieht ja hier schon mal gut aus, hast du alles hier fertig gemacht, ja, klasse. Da haben wir noch drei für die anderen Treppen denn, aber ja. Das wird sich hinziehen, die Abbauarbeiten, weil natürlich, wo stehen sie denn drauf? Kann gar nicht so sehen. Kalkstein, Erde. Ist es nicht sehr viel Kalkstein hier? Das wird hier deutlich besser sein, denn wenn wir denn da erst sind, das gerade mal, oder hier ist auch Kalkstein, ja, 48, das ist nur so ein paar Steinchen an der Oberfläche, aber wir können das alles brauchen. Wie gesagt, die erste Aktion da wäre sicherlich die Treppen und die Gänge. Also das würde ich dann schon hier alles mit Kalkstein machen, weil ja, weil es einfach besser aussieht. Und inzwischen sollte das möglich sein. Das Aussehen war bisher nun nicht der allergrößte, wichtigste Aspekt. Na, Zündrig, bist du wieder dabei, dich hier einzubauen? Wenn ich das hier schon wieder sehe, als nächstes nimmt das sich wahrscheinlich die hier. Dann steht da irgendwann wieder in der Mitte, kommt nicht raus. Und das sollte hier definitiv nicht passieren, weil wir werden hier keine Treppen und Gänge machen, aber ich beobachte das mal. Nee, es scheint klar zu gehen. Und ich glaube, rein algorithmisch, wenn er das hier jetzt das Feld, die werden hier rangehen, nochmal sich gleich in die Mitte zu stellen, das werden sie nicht machen. Colina bringt hier nur die Sachen weg. Gut, dann muss man gerade schauen, wie sieht denn das aus hier? Nee, das Rohmaterial. Hier ist Kalkstein 134. Wir haben schon ein wenig was. Die Kalksteintreppen. Kalksteinbrocken, Kalksteinziegel brauchen wir nicht. Aber ich würde hier die Kalksteintreppe nehmen. Für eine Treppe 45 Kalkstein. Das ist schon nicht so wenig. Vor allem, wie gesagt, wenn man sieht, was wir hier momentan davon haben.
Denn, naja, okay. Ich lasse die da graben und würde sagen, die Treppen, die jetzt hier noch offen sind, hier werden ja denn zwei hinkommen, die werden wir mit Kalkstein bauen und alle weiteren Treppen, die noch kommen, auch. Wäre so die Idee. Jetzt schaue ich gerade auch noch, wie Ziegel haben wir momentan 100. Okay. Weil auch da würde ich noch eine Änderung vornehmen. Diesen Teil hier, das werden wir mit Ziegeln machen. Danach geht es da runter. Stellt sich die Frage, ob wir vielleicht sogar mit die Treppen ab. Wobei Treppen Ziegeln ist irgendwie doof. Ne? Hier wären die Gänge. Das könnte man per Holz durchaus müssen. Ich hätte ja Durchquerungstempo 100. Ich glaube, bei Stein ist schon noch ein bisschen auch neue Ziegen hier. Und dann noch neue Ziegen. Oh, jetzt wird es aber hier. Das wird immer mehr. Ja, wir sollten vielleicht wirklich noch mal eine Karawane losschicken. Vor allem, wir hatten jetzt gerade den Angriff. Der Moment ist eigentlich gut. Dass direkt mal wieder der nächste Angriff kommt, ist eher unwahrscheinlich. Ja, ich denke, wir werden das machen. Stellt sich allerdings die Frage. Naja, gut, komm. Also, du hier ran. Mal angenommen, Paulina wird das wieder übernehmen. Dann nehmen wir auf jeden Fall unsere Kühe mit. Weil die können das meiste transportieren, wobei das meiste muss unser Esel. Ach, der Udo, der kann das meiste. Da haben wir jetzt ordentlich Tragekapazität. Die Idee ist schon, also zum einen würde ich dann vielleicht jetzt mal ein paar Ziegen verkaufen. Ich wollte ja da Frisches, nehmen wir Goofy und Maxi. Die drei auch noch weg. Wir haben wirklich reichlich Ziegen und es kommen ja aber noch welche nach. Also die werden wir da lassen und verkaufen. Haben wir was? Und das bringt ja dann auch gleich wieder noch etwas Geld. Die Beile, naja, wobei ich muss sowieso, die werden wir zerlegen. Material Eisen, Material Eisen, Material Eisen. Das bringt ja dann auch wieder Rohstoffe. Die Bienenkörbe haben wir keine mehr, die haben wir alle verkauft. Nehmen wir mal hier alles mit, was wir hier an Goldmünzen haben. Und das halt gerade mal einsetzen. Eine Tragkapazität haben wir aufgrund der ganzen Tiere recht ordentlich. Übersehe wahrscheinlich wieder die Hälfte von den Sachen, die ich auch noch ganz gerne mitnehmen würde. Kalkstein, Kalkstein, Ziegel, nee. Wie sieht es bei Heu? Wir haben reichlich Heu. So viel brauchen wir da auch nicht. Pass auf, wir werden alle. Nee, lass uns mal ruhig dann etwas von dem Heu wegtragen. Oh, guck dir die ganzen Helme an. Ausgezeichnete Kettenhelme. Ist das alles Eisen? Die werden wir so nach und nach. Wobei, ich weiß gar nicht, ob er die ausgezeichneten zerlegt. Zumal die auch ja über 50% haben. Das würde er, glaube ich, gar nicht machen. Lass uns einfach davon welche mitnehmen. Unser Standing ist hoch genug. Das sind schöne Werte, das können wir machen. Die guten, solide hier. Solide wird zerlegt auf die Dauer. Nehmen wir hiervon auch noch von den guten mal welche. Oh, so, hey, die haben uns tierisch viele tolle Sachen ausgezeichnet, denen gelegt. Ich glaube, das haben wir gar nicht eingeteilt. Naja, klar, ich glaube, das habe ich drin. Die haben wir gar nicht in Zerlegung drin. Wenn wir jetzt die Rüstung hier, boah, das ist ja Wahnsinn. Kriegen wir das alles dran? Ja gut, die wiegen nicht so viel, alles nur 6 Kilogramm. Das ist ja toll. Da haben wir eine Menge Dinge, die wir super verkaufen können. Naja, dann ist es albern, jetzt hier noch über andere Dinge nachzudenken. Dann lass uns einfach noch etwas Essen mitnehmen und dann ist gut. Üppige Mahlzeit. 1, 2, 3. Reicht, Warenwert. Schon mal so viel Waren, dann nehmen wir doch hier noch die Ziegen mit. Müssen wir mal sehen, wir brauchen noch weitere Transportkapazität. Na gut, dann mach los hier. Das wird sicher witzig. Mal gespannt. Wir stehen inzwischen hier auch schon bei 39%. Ziel ist natürlich da, die 100% in der Zustimmung im Einfluss zu erreichen. Auch in unserer kleinen Welt hier. Das werden wir aber sicher schaffen.
So, und was ich an Material oder was ich überhaupt einkaufen möchte, ja klar, ich sag mal so, hier so ein Hund und ein Esel würde ich vielleicht auch noch mitnehmen, weil wir haben erst einen Hund und einen Esel. Das wäre da, glaube ich, gut und sinnvoll. Und ansonsten geht es mir vor allem um Material. Kalkstein, Ziegel und Eisen können wir auch gerne mitnehmen und hier mechanische Komponenten und sowas. Das können wir zwar alles auch herstellen, aber ja, das ist, glaube ich, auch im Einkauf gar nicht schlecht. Tja, und jetzt kann man gerade noch mal gucken mit den Rüstungen. Ich habe ja hier, das sind die Sachen, ich habe die Rüstung eingestellt. Mensch, nachdem wir so viele ausgezeichnete Sachen haben, würde ich sagen, jetzt gehen wir hier auch auf gut, dass wir die einschmelzen. Und von den Trefferpunkten schmelzen wir bis 60% ein. Ja. Das könnt ihr hier gerne machen. Karawane ist aufgebrochen hier. Ist klar. Naja, okay. So, dann schauen wir mal, wie es hier weiterläuft beim Bauen, beim. Oh, guck mal, ist hier schon. Sehr gut. Das ist passend. Denn mach mal da, solange sie da oben auch weiter ein wenig weiteren Kalkstein ausgraben. Wir sind inzwischen oder haben wir auch schon ordentlich was gefunden. Super. Ja. Es läuft. Es läuft. Eisen haben wir da auch einiges, aber andererseits, ja, das Eisen brauchen wir dann eigentlich für die Komponenten, vor allem für die mechanischen. Gar nicht mehr so sehr für die Armbrüste, die großen, die wir haben. Da ist es eigentlich ganz ordentlich, sondern dann passt schon eher für die Fallen, die wir irgendwann bauen wollen. Markus, wo rennst du hin? Kannst du das bitte mal hier nicht fertig machen noch? So, und wenn ich das denn jetzt gerade sehe, Kalksteintreppe. Ist das richtig rum? Ja, ist richtig rum. Bitte aufpassen. Na, da soll sie hin. Ich denke, ich werde denn hier so. Eine Katze, wir haben ein Kätzchen haben wir bekommen. Das ist aber schön. So, dann haben wir hier dann die Kalksteintreppen. Wenn die stehen, ich würde die hier auch ersetzen und die hier oben alle und die hier unten auch. Aber wir haben ja gesehen, das kostet halt immer 45 Kalkstein. Das ist nicht so ganz ohne. Das wird sich schon etwas hinziehen, bis wir den Kalkstein dafür auch zur Verfügung haben. Aber ja, es wird schon gehen. So, Tierchen, Katze, Kendra, du kannst dich hier auch um die. Sind gerade erst alle geboren worden. Kannst sich auch um Ungeziefer kümmern. So, aber wir hatten ja hier über 300. Also wenn ich die hier ersetze, die Treppen, das wird schon werden. Aber von hier sieht das auch gleich alles viel hübscher aus als aus der anderen Richtung. Ja, wobei ich sehe gerade hier so mit der Beleuchtung, mit den Fackeln, die wir gemacht haben, sieht das mit dem Holz eigentlich gar nicht so übel aus. Jetzt ziehst du dieses Ding hier rein. Es kommt auch noch eine Handelskarawane zu uns. Die werden wir, glaube ich, einfach ignorieren. Und dann kannst du die beiden Dinger hier abbauen. Dann machen wir gleich mal Kalkstein hin, wenn du das hier hochgezogen hast. Dafür sollte es auf jeden Fall schon genügen, was wir haben hier. Das richtig, ja, Hammer. Und du auch. Kati, komm mal raus da. Geht doch nicht. Was machst du da? Da kommt eine Treppe hin. So, jetzt ist besser. Okay, na gut. Da noch etwas zu tun. Ja, wir sollten hier den Kalkstein im Auge behalten. Das braucht man natürlich. Und ja. Die Frage ist hier, guck mal, das sieht doch schon fast schick aus hier. Unser Gang nach unten. Wenn wir das hier oben mal der einst alles weggerissen haben, dann wird das alles noch besser werden. Ja. Okay. Ich würde sagen, wir lassen hier erstmal das noch als Holz. Weil festgestellt, dass das doch gar nicht so übel aussieht. Naja, mal sehen. Aber das wird sowieso alles hier mal aus Steinen, denn. Klar. So, wie sieht es hier inzwischen aus? Gar nicht so extrem. Wir haben ein wenig was ausgebuddelt, ja, aber so viel ist es noch gar nicht geworden.
Zündrig baust du hier gerade dran. Ja, sieht aus. Naja, haben wir schon gesehen. Das sind alles 48. Wenn er die hier alle hat, kommt ein wenig was zusammen. Hier ist es nicht so viel. Was macht ich wird denn, wenn hier alles zu ist, soweit? Das ist alles Erde, ja. Das werden wir denn wieder auffüllen. Hier mit Erde. Ja. Und auch hier auffüllen mit Erde. Nicht, dass da noch einer runterfällt oder sich einbaut, da können wir das gleich wieder zuschütten. Wir wollten halt hier nur die Steine rausholen. Jetzt sind wir hier relativ nah an den Leichen. Zündrig, ne? Hast du die gesehen? Nö, hat er nicht gesehen. Stand fast daneben, ist weit genug weg gewesen. Naja, umso besser. Umso besser. So, jetzt ist der Händler hier. Wir hatten, glaube ich, Adalbert hatte auch. Nee, du nicht. Dann war das. Irgendeiner hatte doch auch hier noch eine ganze Menge in Redekunst. Ach, der Gerold. Okay, der ist immer noch am Genesen. Wie geht's dir denn, Gerold? Der hat noch die Gehirnerschütterung für irgendwie einen Tag. Aber du darfst doch eben mal hier mit dem Kip Bundy, dem Händler, mal ein kurzes Gespräch führen. Das war einer neu hier. Vielleicht hat er ja doch ein paar witzige Dinge für uns. Tauschhandel treiben, ja, das ist die Idee gewesen. Wo bist du denn? Ah, da kommt da. Alles klar. Ist jetzt nicht sonderlich schnell, was war auch ja noch irgendwo so langsamer, ungeschickt, motorisch. Naja, es ist alles noch nicht so doll mit der Gehirnerschütterung. Ich sehe das ein. So, dann lass mal gucken, was hast du für uns. Du hast auf jeden Fall mal neue Goldmünzen, das ist nie verkehrt. Und ansonsten, tja, Bienenwachs braucht man nicht, Apfelbaum, Schabbauen. Eingelegt, das ist von uns hier. Eier hat er. Guck an. Eisenbahn, Eisblock. Ne, das ist alles uninteressant. Ein Esel hat er. Einen männlichen Esel. Ha. Okay. Da werden wir gleich nochmal drüber nachgucken. Wir haben Flachssamen. Da haben wir selber genug. Das ist nicht relevant. Ich wollte vielleicht Kohl oder Karotte kaufen an Samen, wenn ich welchen Angebot. Er hat Kalksteinziegel, hat er auch. Hey, hey, hey. Na gut, komm her. Ja, mal gucken. Karottensamen, ja, nehmen wir mal mit. Guck, wir haben allen Karottensamen aufgebraucht. Die wird auch die Dinger alle kaufen, aber da gibt es halt natürlich viel weniger, als wenn wir da selber losziehen. Wollen wir mal sehen, aber um etwas Geld zusammenzukriegen, Kohlsamen, würde ich wahrscheinlich auch davon was einsetzen wollen. So, Kräutersamen. Aber das ist unsere eigene Kuh. Nö, ist nicht. Nö. Hier haben wir auch noch alles Mögliche. Oh, das ist ja mechanische Komponente 17. Das geht ja fast. Wo kommst du eigentlich her, hier, Kip Bundy? Das scheint. Mit denen scheinen wir uns irgendwo gut zu verstehen. Weil, wenn ich den Preis hier sehe, minus 27, ja, das ist gar nicht so übel vom Preis her. Aber. Ja, gut, muss man mal sehen. Irgendwann wird es halt auch etwas viel. Sammeln wir sie mal trotzdem ein. 17 ist jetzt nicht so extrem. Ja, hast du sonst noch irgendwas Schönes? Schild, Schaf, Armbrust, Stahlbahn hat er auch noch. Na gut, so. Die ganze Wetterkleidung. Boah. Das muss man alles noch zerlegen. Wahnsinn. Hier sind unsere ganzen Ziegen, Zweigen. Naja, gibt es auch. Was hast du? Oh, der hat auch tierisch viel Kapazität. Naja, es ist eine Karawane. Dann würde ich sagen, hauen wir mal. Ach, das ist null. Ich wollte gerade sagen, ich hau mal etwas von unseren Zweigen weg, dass wir Platz bekommen. Ich werde es aber, glaube ich, trotzdem machen. 301 Gold. Naja, müssen wir mal sehen. Ist vielleicht doch eher sinnlos. Mal den Topfhelm hin. Und
Das Salz gebe ich nicht ab. Räucherfleisch ist auch ordentlich wert. Da haben wir gut. Das können wir auch wieder rankriegen. Na, nicht 74, wollen es nicht übertreiben. Nein, das war jetzt nicht so gewollt. 41. Ich will dir was verkaufen. Ein wenig. Sagen wir 20 Stück. Metallfallen, nee. Leinstoff, ja, das da hatten wir auch mal tierisch viel, haben wir ja auch schon verkauft, aber nee, da brauchen wir auch immer wieder was, das wollen wir nicht machen. Die haben einen ausgezeichneten leichten Helm. Der ist aus Hirschfell. Nö, den kannst du haben. Die leichte Rüstung ist auch aus Hirschfell. Kannst du auch haben. Aber wir müssen schon gucken, dass wir hier Geld zusammenkriegen. Wahrscheinlich würde ich denn doch hier auch einiges von den Dingen, Schwerter, von den Waffen und Rüstung abgeben, weil wir haben genug. Das sollte mal Kräuter 1,5. Nee, das sollte gerade ein Hoodie sein. Das sieht ordentlich aus. Das hat schon gelohnt. So, und dann, na gut, die Schwachen können wir hier zerlegen. Dann nehmen wir doch mal noch hier zwei Kettenhelme. Von den Rüstungen kriegst du auch noch zwei. Jetzt haben wir schon fast geschafft. Johannisbeeren haben wir auch sehr ordentlich. Das ist nicht so viel, was war vom Wert her, aber naja, okay. Ui. Haben wir auch ordentlich, kostet 400. Passt. Wein können wir auch gut nachbauen. Ist auch 10. Wir haben es schon geschafft. Wir haben es schon geschafft. Wir haben es schon geschafft. So, aber ich wollte wegen dem Esel. Nehmen wir, Esel ist eigentlich toll zum Transportieren. Unser Edel Udo, das war auch ein Männchen, was wir bisher haben. Weibchen wäre natürlich noch toller gewesen. Ja. Aber 125, andererseits, das sind irgendwie zwei, drei Rüstungen und der Esel ist eigentlich dann doch deutlich mehr wert, finde ich. Nimm die zwei Eisenhüte, wenn sie gerade hier im Angebot sind. Und das Beil, das können wir zerlegen. Äpfel haben wir auch reichlich. Das sind hier noch 100 Äpfel. Und dann müssen wir den Rest hier, ist ja gar nicht mehr so viel, noch irgendwo eine Rüstung. Das ist ja gar nicht so übel. Dann haben wir hier einen Esel, wir haben mechanische Komponenten, die Samen, wir haben auch Kalksteinziegel. Das ist super, war eigentlich Kalkstein selbst auch noch dabei. Oh ja, doch, nee, war nicht. Das wäre noch schön gewesen. Alles klar, denn noch zwei gute Kettenrüstungen und dann fehlt nur noch ein klein wenig was. Das ist auch schon schön. Käse 90. Wunderbar. Dann haben wir aber auch, ja, das ist genau aus dem Lager, aus dem Dorf, wo wir gerade auch unsere Karawane hingeschickt haben. Ist kein Wunder. Das hat man auch an den Preisen gesehen. Wir haben so ein gutes Verhältnis zu denen. Das haben wir jetzt gerade auch noch verbessert. Jo, wunderbar. So, dann müssen wir mal gucken hier unser Esel, den haben wir dazu gekriegt. Wo kommt denn das Schaf eigentlich hierher? Das ist unser zweites Schaf. Ja. Ich dachte, wir hatten mal zwei Schafe, dann kam irgendwie noch eins dazu. Vielleicht haben wir auch irgendwo mal ein Schaf verloren an die Wölfe oder so. Kann sein. Naja, okay, gut. Mensch, ganze Rüstung, Karawane ist auch angekommen. Haben wir gleich den nächsten Handel. Das wäre ja die reine Handelsfolge. So, dann lass uns mal gucken. Erstmal, was wollten wir alles abgeben? Wir haben natürlich die Sachen hier zum Verkauf mitgenommen. Aber schau mal erstmal, was hier so im Angebot ist. Wie gesagt, es geht vor allem um Rohstoffe, Eisenbahn sehe ich hier. Die sind auch recht preiswert, die nehmen wir mit. So, und dann nächste Geschichte, Flachssamen, nö, uninteressant.
Edelwein, Heuherd, Honigwein, nee, Holzrandefalle ist auch egal. Kohlsamen. Boah, wenn wir den mitnehmen, dann haben wir Kohlsamen bis zum Abwinken. Naja, warum nicht denn? Sind wir an der Stelle mal auf der sicheren Seite. Ist okay. So, Kalkstein sieht schlecht aus, ist hier nicht. Naja gut, wir waren irgendwann auch mal schon hier. Da müssen wir vielleicht mal doch in ein anderes Dörfchen gehen, wenn wir da noch was holen wollen. Ja, ich fürchte, das wird nicht so sehr zu verhindern sein. Manche Dinge kriegen sie auch wieder, aber wenn ich das hier sehe, hier sind auch keinerlei Metallteile oder überhaupt Eisen. Oder was mit Eisen? Nee, das ist völlig leer gefegt hier, was das angeht. Naja, das wird interessant. Da haben wir gar nicht so viel, was wir hier holen können, wenn ich das hier so sehe. Salz haben wir ausgegraben. Vielleicht nehmen wir noch etwas Salz mit. Das kann man perspektivisch schon gebrauchen zur Konservierung. Und ja, ich nehme mal hier noch einen 100er Block mit. Weil Geld werden wir hier genug dabei haben. Ich glaube, drei brauchen wir zum Beispiel zum Gemüse einlegen oder so. Ne, Rübensamen, Pilze, das kannst du alles vergessen. Leinenstoff, ne, Lehmziegel. Naja, irgendwann werden wir auch Lehmziegel in ordentlicher Menge brauchen, aber das wird erst interessant, wenn wir hier unsere Außengeräte hochziehen. Also nein, nicht Außengeräte, hier das, den Teil, wo es runtergeht. Da werden wir schon noch ein schönes, hübsches Gebäude hin drumherum bauen. Vielleicht irgendwie so eine schicke Kirche oder sowas schwebt mir da im Moment vor. So, jetzt hoffe ich mal, ich übersehe hier in dem Durchrauschen hier nichts, was von Dingen, die wir vielleicht gebrauchen können. Habe ich aber auf die Stelle nicht gefunden. So, was haben wir denn? Wir haben 100, das ist ja fast gar nichts. 164, völlig lächerlich. Essig kann man, glaube ich, auch genau ist auch als Konservierungsmittel gut zu gebrauchen. Ja. Nehmen wir den vielleicht auch mal noch mit, wenn hier sonst schon nichts da ist. Wir wollten ja eigentlich auch ein paar Ziegen hier lassen. Ne? Das war ja eigentlich so die wesentliche Idee. So, Buff, das ist ja unser Vater von unserer ganzen Sippe. Du bleibst hier. Precious und Buff waren unsere ersten zwei Ziegen. Precious haben wir an die Wölfe verloren. So, dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier noch zwei, drei, vier, na, vielleicht vier Ziegen. Vielleicht die ältesten von denen, die wir hier haben. 42 Tage, hier haben wir ein Jahr. Ein Tag, ist ja ganz jung. So bist du mitgekommen. Achso, die ist die ist hier im Angebot. Noch ein Jahr, noch ein Jahr. Ja, ich denke mal Maxi und Goofy. So. Dann ist die Sache klar. Die anderen hier, du bist zu klein. Pan, 23 Tage, 27. Aber andererseits, wir haben so viele andere Ziegen. Ja, ich denke, die lassen wir auch noch hier. Jo, passt. So, dann müssen wir natürlich trotzdem noch etwas Geld erzeugen. Und dafür haben wir ja dann hier die Rüstung mitgenommen. Also, haben wir sogar drei mitgenommen davon. So viel werden wir gar nicht brauchen. Kettenhelm ausgezeichnet. So. Das ist es schon. Mehr ist nicht. Dann nehmen wir noch den Honigwein mit, was soll's. Wobei, den können wir auch selber herstellen. Das ist Schwachsinn. Dann würde ich doch eher Goldbarren noch mitnehmen oder solche Sachen. Wenn wir denn schon hier sind. 87 mal 8. Das ist denn jetzt hier plötzlich so. Der Essig so. Ich glaube, der Essig ist so dumm. Jetzt 84, nee, warum ist denn das plötzlich so angestiegen? Das wäre dann nicht die Goldbarren sein. 87 mal 8, doch. Ja, naja. Klar, 8 mal 87, 100, ja. Nee, das ist albern, weil so viel brauchen wir denn doch nicht. Wir werden mal hier das ein wenig auffüllen. Ach so, das sind 87 Stück, das habe ich gar nicht so überschaut. Ja, nehmen wir mal hier noch 10 mit. Und, dann können wir die Sachen hier, wobei, weißt du was, wofür haben wir die sonst mitgebracht? Lass uns die Kettensachen hier komplettieren und dafür nehmen wir den Goldbarren mit. So. So,
602. Und passt. Und du kannst wieder nach Hause. Nochmal 6 Ausrichtungen hier drauf. Wo sind wir denn hier inzwischen? 98. Naja, ich würde sagen, wir werden dann doch mal eine Karawane hier runterschicken. Nochmal. Oh, die sind ja auch 75%. Ja, Wahnsinn. Königreich York. Das heißt, da könnte man durchaus auch schon Ausrüstung verkaufen. Aber ich denke, wir werden dann mal demnächst mal doch hier wieder noch ein Häufchen Bienenkörbe nehmen. Und ja, weil die Tiere haben wir jetzt, glaube ich, erstmal, das sollte soweit passen. Aber mal ein paar Ziegen verkauft, ist definitiv nicht schlecht. Es sind immer noch relativ viele hier. Weil ich die eben hier gerade den Haken gesetzt. Gibt es sogar ist ja schon wieder weg. Okay, es ist auch da geblieben. Seltsam, seltsam. Na okay, gut. Forschung. Haben wir auch wieder einige Dinge hier hinbekommen. Rüstungsmacher 2 oder Verteidigung für die. Leider so weit sind wir noch nicht, dass wir die Fallen jetzt schon brauchen. Dann machen wir mal hier die Brauerei. Jo. Ja. Können wir hier das nächste setzen. Und da wäre denn, da ist die Bauanlage. Das ist auch eine, die hier in die, nicht da rein, die daran muss, passt. Okay. So. Der Händler steht da immer noch. Manches war jetzt aber handelsintensiv. So viel Handel hier. Yeah. Aber muss halt auch mal sein. Na gut, so, dann zieht mal hier weiter durch. Den Tag werden wir mal hier noch durchbekommen. Aber gut, ich denke, die werden sich sowieso nicht verdrücken. Und mit dem genesenen Gerold. Wie lange brauchst du denn jetzt noch? Immer noch 24 Stunden. Naja, er war halt handeln und hat nicht die ganze Zeit im Bett gelegen. Und dann ist es doch nicht so doll. Jetzt warte ich gerade mal, bis hier die ersten aufstehen, dass denn hier die Max-Beschleunigung da ausgeschaltet wird. So um 3, aber ich glaube, weil die ja so durch die Gegend rennt, das geht ja doch tierisch langsam, obwohl wir volle Beschleunigung haben. Das gibt's ja gar nicht. Mensch, Kipp, zieh los. Wir brauchen dich nicht mehr hier. Du bist überflüssig. Du hältst uns nur auf. Aber tja, was willst du machen? Ist wie es ist. So, Gottrick steht auf, Emelina steht auch auf. Dann würde ich sagen, soll denn für den Moment mal wieder blühen. Haben ja doch wieder einiges hinbekommen. Haben jetzt hier auch schon angefangen mit dem Rohstoffabbau. Jo, gucken wir mal, wie wir demnächst weitergehen. Ja, ich denke mal, eine Karawane in eins von den anderen Dörfern wird notwendig sein, sonst werden wir hier kurzfristig keine größeren Mengen an Rohstoffen mehr von den anderen Dörfchen rausholen. Ich weiß nicht, wann die da zusätzliche Materialien für den Einkauf wieder bekommen. Aber im Moment war ja quasi gar nichts da an wesentlichen Teilen. Jo, aber das werden wir hinkriegen. Soweit denn zunächst mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.